Ja, liebe Freunde, zurück zu 7 Days to Die. Wir sind endlich mal hier wieder zurück. Es hat ja etwas länger gedauert, dass wir hier mal weiterspielen konnten. Und heute, ihr seht, wir sind mittlerweile zu viert. Ja, die Jolle macht hier wieder Krach. Ja, die Jolle ist natürlich mit ihrer Schaufel wieder vertreten. Und der stille Begleiter ist irgendwie heute geschminkt und hat auch andere Sachen an. Und sogar ich habe heute einen männlichen Charakter und schwebe hier über den Dachboden. Und wir haben einen Special Guest. Und zwar, wie ihr seht schon hier anhand des Namens, den Mr. Flag. Hallo. Hallo. Ja, und auch hallo an meine Zuschauer, sagt der Mr. Flag. Ja, ich bin hier zu Gast bei PayZ, bei Jolle und bei Dustin. Oh ja, danke fürs Einladen, sag ich mal. Ja, wir brauchen ja Leute, die unten schuften, ne? Deswegen, also geht alle mal in die Minen. Ja, ich wurde zwangsrekrutiert, ich muss hier Zwangsarbeit leisten. Richtig. Nee, nein, du kriegst natürlich 5 Euro, war das, oder? 5 Euro im Monat? Achso, ich dachte pro Stunde jetzt. Im Monat. Nee, hast du falsch verstanden, aber du hast den Vertrag ja auch schon unterschrieben. Verdammt, ich hab mir den durchlesen sollen. Ja, du hast auch deine Seele vielleicht verkauft, aber das ist eine andere Sache. Ja, ich würde sagen, es ist ja noch 12.24 Uhr, wir haben den 7. Tag und wir gehen jetzt erstmal ein bisschen looten, weil Jolle hatte den Spielstand nachgestellt. Wir hatten ja das Problem, dass auf einmal hier wieder alles abgestürzt ist und alles weg war. Das Haus haben wir natürlich noch, aber unsere Sachen haben wir jetzt nicht mehr. Und deswegen, ich würde sagen, mit dem Mr. Fleck gehen wir jetzt erstmal ein bisschen looten und die anderen, die machen irgendwie andere Sachen. Die können sich um den Haushalt kümmern. Genau, mir müsst ihr ja mal zeigen, wie das hier funktioniert. Genau. Der Patrick nimmt mich jetzt mal an die Hand und wir gehen mal auf Tour. Ja, ich würde sagen, wir suchen uns einfach hier das nächste Häuschen. Jungs gehen spielen und die Frauen bleiben zu Hause. Richtig, genau. Betretenes Schweigen. Dustin, die Erde. Jolle kümmert sich um ihre Küche, um den Garten, den sie hat. Ja, ich würde sagen, ja. Schau dich einfach hier mal um, was du hier so findest. Das spawnt halt mit der Zeit neu. Ja. Und hier ist aber gerade nicht so viel. Du kannst ja auch eine Couch mitnehmen, dass du dann da oben deine eigene Couch hast, meinetwegen. Na klar, also ich würde mir bei euch natürlich auf jeden Fall eine Couch hinstellen. Nee, ich brauche erstmal eine Waffe, damit ich mich wehren kann. Richtig. Unterdrückung oder so. Bitte Unterdrückung? Ja, das Haus ist nicht so wirklich geeignet. Und wir wissen auch nicht, was die zwei da wieder aushecken. Nix. Das sind wir jetzt mal deine Hilfe. Selber gebaut, ne? Das Haus da, was wir da am Anfang gesehen haben, das hattet ihr alles gebaut. Naja, wir haben es selber kaputt gemacht. So rum kann man sagen. Es stand schon so da. Also der Rohbau stand. Ja. Die Brücke haben wir uns natürlich selber gebaut in langer Arbeit, aber das andere dann nicht so ganz. Okay. Aber wir haben das ja auch noch gar nicht so lange gespielt, also es gibt wirklich unglaublich viele Möglichkeiten, was du hier so machen kannst. Und wir sind dabei, diese Mine ja zu bauen. Also bei mir auf der Anzeige steht Tag 7, das heißt, ihr habt auf jeden Fall schon 7 Tage hier verbracht in der Welt. Und wir wollten immer wissen, was passiert nach 7 Tagen, weil das Spiel heißt halt 7 Days to Die. Nach 7 Tagen werden wir wahrscheinlich alle tot sein. Aber naja, mal gucken, vielleicht geht einfach die Welt dann nochmal unter. Halte ich die ganze Zeit für einen Zombie und will draufhauen. Ja, ich sehe noch ein wenig unausgeschlafen aus. So, ich nehme mal das Bett mit, ne? Ich denke mal, das brauchen wir. Natürlich. Das kleine Miniaturbett. Ich hab's mal eingesteckt. Ja, ich würde sagen, hier war jetzt nicht so viel, aber normal, wie du schon sagtest, man findet eigentlich relativ oft Waffen. Du hattest ja auch, glaube ich, schon mal einen Tag Nacht hier ausprobiert. Genau, ich habe mal ein, zwei Mal reingeguckt und hab schon diverse Sachen. Oh Gott, runtergefallen. Oh, ein Keller. Ah, du hast den Keller gefunden. Ja, cool. Das war Absicht. Ist auch cool mit dem Klo hier in der Mitte, oder? Ja. Ah, das sieht dreckig aus, da gehe ich nicht drauf. Ja. Oh, du hast recht. Ja, Jolle, du kannst natürlich ab und zu mal hier so uns unterbrechen oder so. Wir müssen das jetzt erstmal lernen, dass wir zu viert wirklich hier rumlaufen und zu dritt kommentieren. Naja, Dustin und ich, wir müssen uns ja irgendwie auch verständigen hier gerade. Ich weiß, das ist ein bisschen blöd. Wir kriegen hier gerade Zombie-Besuch. Muss man schon irgendwie interagieren. So. Müssen wir euch retten? Hinter dir, Achtung, Zombie! Gehen wir links lang, oder? Genau. Altmetall ist übrigens... Ja, ich bin neben dir. Ach so, da bist du, ja. Okay. Altmetall bitte immer zu mir. Genau. Immer zu mir. Da können wir dann Schaufeln und Spitzhacken und alles Mögliche draus bauen. Also sehr begehrt, gerade bei der Jolle. Fürchte, ich habe nur Essen und Trinken gefunden. Ja, mal gucken, ob einige wir jetzt Häuser hier noch Waffen sind ja auch schon. Einige Häuser Munition. Sind ja auch schon durchlootet. Ja, ich mal gucken, vielleicht finde ich ja eine Waffe im Kühlschrank. Nein. Was suchst du? Altmetall soll ich mitbringen, ja? Altmetall, ja, auf jeden immer Fall. Immer mitnehmen. Okay. Batman. Können wir uns irgendwann mal in der Mine treffen. Also, wir hatten es dir ja schon mal erklärt, jetzt irgendwann um 19, 20 Uhr wird es dann langsam dunkel, die Sonne geht unter. Und ja, dann kommen die Untoten.
Verstehe. Und dann müssten wir spätestens wieder bei den zwei im Haus sein. Dann werden die schneller oder gefährlicher. Dann können sie laufen. Alles klar, okay. Also laufen im Sinne von rennen. Ja, also ja. Eher von sprinten, würde ich fast sagen. Alles klar. Braucht man Papier? Ich glaube noch nicht, ja, oder? Ja, mitnehmen. Doch, es gibt eine Sache für das TNT. Ich hab immer gedacht, Papier braucht man für nix, aber das stimmt so nicht. Es ist für TNT da. So, ich box mal einen Zombie. Warum braucht man? Wie lange braucht man, bis der tot ist? Ja, du hast hier gerade einen etwas stärkeren Gegner ausgesucht. Ach so, wieso? Der sieht so ein bisschen aus wie der Boomer. Der müsste doch am Herz Kaspar sterben. Na komm, wir gehen einfach besser weiter, weil mit der Faust ist das, die kauen hier eher die Faust ab, glaube ich. So, ja. Was ist das? Ja, nee, also okay, Prinzip, man kann alles looten hier, wunderbar. Genau. Kannst auch alles abbauen. Echt? Ich baue mal ein Haus ab, warte. Hier, guck mal, hier ist ja zum Beispiel ein Painkiller drin, hier. Die sind ganz hilfreich, die würde ich mir dann auch, wie ich das auch gerade bei mir mache, in den Gürtel unten packen. Ja, mache ich. Ich glaube, ich nehme gleich mal welche, weil der hat mir irgendwie ein bisschen was abgezogen, der oder Dicke. Ach so, okay, genau. Und immer dran denken, auch mal essen und trinken. Ah, hat geklappt, ja. Der Essen und Trinken habe ich, glaube ich, gefunden. Ah, das ist gut. Ja, dann looten wir mal hier weiter. Ich glaube, ihr wart in dem Haus hier schon. Ja, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Vom Speicherstand her, aber das irgendwann kommt das ja hier alles wieder. Och. Nee, hier sind noch Sachen. Das Klo ist nicht sauber. Xe! Ich will hier eigentlich nur untere Linie wegmachen. Danach wird wieder aufgefüllt mit Erde. Wenn nicht. Oh, wow, 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 wow! Super, du hast einen Freund mitgebracht. Der ist, glaube ich, hinter mir her. Aber jetzt, jetzt ist er hinter dir her. Oh, scheiße, okay. Da kommen jetzt zwei Zombies hoch. Oh, wir haben keine Waffen. Das ist richtig scheiße. Wir haben es 16 Uhr. Wo rennst du mit denen hin? Ich bin jetzt nach oben gelaufen. Achso, nee, die sind unten geblieben. Oh, das ist gut, das ist gut. Also ich bin jetzt erstmal auf dem Dachboden. Wir müssen ja jetzt hier nicht Händchen rumlaufen. Ah, hier ist noch ein Bett. Ich nehme das auch mit, ne? Das Bett brauchen wir. Ja, natürlich. Du bräuchtest einen Schlafsack, glaube ich, noch. Das wäre ganz gut. Mhm. Ah, ich habe eine Pistole gefunden. Was macht man mit dem Schlaf? Also ja, okay, ich weiß, was man mit dem Schlaf macht. Das ist dann dein Spawn. Genau, denn richtig. Wenn du sterben solltest, kommst du nicht mehr am Anfangspunkt raus, sondern da, wo dein Schlafsack halt ist. Ah, okay. Also wie das Bett in Minecraft quasi. Genau. Obwohl wir schon gemerkt haben, dass das nicht immer so hinhaut. Aber gut. Ja, das Spiel ist halt, man muss mal dazu sagen, wir spielen jetzt im Moment noch die 1.0er Version, aber es ist jetzt auch schon die 1.1er Version rausgekommen. Ach so, ich dachte, du wärst ein Zombie. Aber ja, wir spielen jetzt noch auf der älteren Version, weil wir da noch Probleme hatten und so, aber die ist auf jeden Fall auch raus. Trotzdem hat das Spiel immer noch einige Probleme. Es ist halt noch ein Alpha. Ja, willst du die Pistole vielleicht mal haben? Dann kannst du ja deinen Zuschauern auch was... Ja, na klar, immer her damit. Ich habe sogar ein Magazin gefunden. Ja, ach so, gut. Ja, dann lass ich einfach mein Magazin mal... Das musst du übrigens am Gürtel auch haben, die Muni. Ja, das habe ich schon gemerkt, sonst kann man nicht nachladen. Ne? Ja, so. Genau. Ja, mit Q kann man es auch fallen lassen, falls jetzt irgendeiner meckert, dass ich es jetzt gerade einfach mit der Maus rausgeschmissen habe. Doch, sehr gut. Jetzt gehe ich gleich mal jemanden töten. Genau, dann kannst du uns da unten jetzt mal die Freunde da aus dem Weg schaffen. Wobei, bei Tag sind die ja eigentlich nicht schlimm, oder? Die sind, ja, bei Tag sind die ganz lieb. Wow, das sind aber einige. Wow, ich geh da mal raus, ne? Du machst das schon. Na? Ja, das sieht gut aus. So, ich glaube, ja, ihr lootet schon wieder so viel. Nee, wir haben noch gar nicht so viel gelootet. Wir sind eher am Kämpfen wie richtige Männer. Lass ihn denn, hör mal auf, den ganzen Sheet einzusammeln hier. Den Sheet. Und Federmeldung. Also, du sagst, wenn du noch Muni brauchst, ne? Warte mal, warum geht das nicht? Ach, ich habe leere Magazine eingesammelt. Was oh, das ist natürlich vorteilhaft. Okay, nee, ich habe dann doch... Ja, ich glaube, es gibt leere Magazine. Warte mal, ich guck mal nach. Aber wie war das denn noch? Wie? Moment. 10 Millimeter, nee, ich glaube, ich habe die falsche. Ich brauche ja 9 Millimeter, oder? Ja. Ich glaube... Oh, scheiße, jetzt habe ich mich gerade ausgetappt. Super, ich habe mich gerade aus dem Spiel getappt. Ich glaube, ich muss... Ja, gut, ja, ich mach mal ganz kurz Pause an der Stelle von der Aufnahme. Das ist ja ein bisschen blöd. Na, ich schneide das dann irgendwie wieder zusammen. Ich muss mich mal kurz aus dem Spiel klinken. Ja.
Mann. Ich tapp mich aus jedem Spiel raus. Okay, dann seht ihr jetzt live, wie ich mich wieder verbinde, oder ich schneide das raus, ich weiß es noch nicht. Das ist übrigens Yorlis Server. Oh Mann. Ich? Okay, ja, ich glaube, ich mache für mich persönlich immer eine ganz kurze Aufnahmepause. Und wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Wir schneiden das zusammen oder mal schauen, wie wir das auf jeden Fall machen. Liegt auf jeden Fall am Spiel und an der Jolle natürlich. Ja. Ja, ich bei mir auch und ja, ich würde einfach sagen, bis gleich. Tüdö. So, ja, da sind wir wieder zurück. Das Spiel ist leider gecrashed. Ob es an der Jorle lag oder an dem schlechten Karma, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, wir haben das jetzt hier wieder so ein bisschen nachgestellt. Gleiche Ausgangsbedingungen oder Situation und ja, Mr. Fleck ist wieder mit dabei und die Jorle und der stille Begleiter. Und ja, was soll ich da noch zu sagen? Genau, sie sind ja gerade am Rumwurschteln. Ich habe mich schon ein bisschen ausgerüstet. Ich habe jetzt zumindest eine Pistole gefunden und ein Magazin. Und was? Das ist unglaublich. Ja, und was zu essen. Oh mein Gott. Und das Wichtigste, ein Bett. Ah, du und dein Bett. Darf ich da auch mich mal drauflegen? Nein, das ist mein Bett. Entschuldigung, es ist nur eine Klappcouch, sehe ich gerade. So ist das. Nur eine Klappcouch. Er baut sich tatsächlich sein eigenes Reich schon da oben auf. Nee, ich bin ja noch unten. Ich wüsste gar nicht mehr wo. In Gedanken. Ich sehe da zwar was auf der Karte, ich glaube, das bist du. In einem Haus. Ja, oder? Komm, du hältst mich sowieso jedes Mal für einen Zombie. Ja, sehr froh, dass ich nicht so einen lockeren Abzugsfinger habe. Hallo. Boah, habe ich tatsächlich, ne? Ich muss immer aufpassen. Bei DayZ früher musste ich immer echt aufpassen, dass ich dann, wenn der Finger so angespannt ist. Ja, na, mir passiert das im Singleplayer relativ häufig, dass ich dann mal der ein oder andere Schuss löst. Ja. Gut, dass wir keine echten Waffen in der Hand haben. So, da bist du drin, das sagt zumindest die Karte. Ich sehe dich allerdings nicht. Das ist richtig. Ach, da bist du, alles klar. Hier, da. Guck mal, hier ist wieder so ein Klo. Bob. Oh, kann, was war das? Kann man das Klo zerschießen? Nee, kann man nicht. Oh, Mann. Ach, hier ist noch eine Pistole. Hast du eine? Ich habe eine, ja. Ich bin mal kurz auf dem Dach. Ja, gut, dann. Hier. Oh, hast du noch Kapazitäten frei? Platz, meinst du? Ja, ja. Hab ich. Dann im Keller wäre noch eine Pistole und so, die könntest du gern mal mitnehmen. Immer mal im Keller? Wobei, Quatsch, ja gut, kannst du. Ich muss hier erstmal aufräumen, mein Inventar ist nämlich ziemlich voll. Also die Magazine nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, die Pistole würde ich auch mitnehmen, wenn du die tragen kannst, dann kannst du die oben bei uns in eine Kiste legen. Können die kaputt gehen, die Pistolen? Mhm. Ja. Ah, okay. Die haben ja so einen Balken. Links. Genau, so ein Lebensbalken. Ach, ich dachte, quasi. Das wäre der Munitionsstand. Ah, ne, der ist rechts. Okay, alles klar. Mhm. Ich hab's. Und wenn du nachladen solltest und du hast noch Munition, dann ist die weg. Also das Magazin meinst du? Genau, das ist dann, wenn du noch Schuss im Magazin hättest, dann wären die sozusagen weg. Stör! Was hast du denn da? Das ist eine Taschenlampe. Der Patrick, das kann ich auch so. Disco. Rede weiter, ich höre dir zu, ich muss mich nur gegen die Attacken von PZ hier in Sicherheit bringen. Ja, während wir hier nur Scheiße bauen, arbeiten die zwei und die kriegen du kriegst ja auch nur 5 Euro. Kann die alle werden, die Batterie, oder ist sie hier? Boah, das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube nicht. Die hat keinen Balken oder sowas, ne? Nee, hat keinen Balken, also so realistisch ist das Spiel, glaube ich, dann auch gar nicht. Und der Taschenlampe glaube ich auch nicht. Ich glaube, die hält echt ewig. Ich habe mir auch mal so ein Sofa mitgenommen, das ist ein Fernseher wäre gut. Was rumpelt denn hier immer so? Das weiß ich, ich denke eigentlich immer, du bist mal das. Den Stuhl mit hier. So. Ich glaube, das Haus stürzt gleich ein oder so eine Schosen. Ich will es nicht hoffen. Na gut. Hier ist noch so ein Scrap-Zeugs. Da hinten kracht die ganze Zeit irgendwas. Guck mal, da hinten sind Zombies, sollen wir mal Hallo sagen? Wo denn? Die ganz hinten. Da hinten auf der Straße. Ja, da kommen wir mal hin. Die Nachbarschaft, die hat sich da versammelt. Ding will ich nicht, der hat mich vorhin schon angegrapscht.
Ja, aber du hast ja jetzt eine Pistole, du kannst dich ja... Der hat einen Hut an, cool! Hatte der sonst auch einen Hut an, der Dicke? Nee. Der hat so einen, keine Ahnung, Lokomotivführer-Hut an. Ja, der liegt jetzt sehr ungünstig da. Der sieht aber auch wirklich sehr unattraktiv aus. Hässlich wie die Nacht. Sag mal, da knarrt es wirklich da hinten. Sag doch, das hier knarrt es, als würde gleich irgendwas zusammenbrechen hier. Naja. Jetzt mal an das Haus. Ich bin's nicht. Ach so, ich glaube, das ist... Also der stille Begleiter hatte mir gerade Anzeichen hier. Zeichen gegeben, dass er da irgendwie verantwortlich ist. Ich weiß es nicht, was er da wieder ausheckt. Ich schreie den einfach mal grundlos an. Hör mal auf damit! Oh, was haben wir da? Ehrlich, das Ding wird ja auch mit 5 Euro pro Monat bezahlt. Sollte doch reichen. Was kriegst du eigentlich? Ich bin Vollpreis. Gibt's nur, ich glaube, der fällt Bäume da hinten. Man kann übrigens Bäume fällen, habe ich das schon mal gesagt. Geh mal gucken, was er da macht. Das interessiert mich ja als... Ja, mach das mal, ich lauf dir mal hinterher. Seven Days to Die Neuling interessiert mich das jetzt einfach mal. Du kannst aber auch mal den Baum da versuchen zu fällen. Was, den hier? Womit? Mit meiner Pistole? Oder mit der Faust? Mit der Faust. Das ich habe übrigens einen neuen Trick gelernt. Ich habe einen Trick gelernt, Baumstämme jetzt zu fällen. Wenn die auf einzelnen Steinen sind, ne? Dann könnt ihr auch das Gerümpel unter ihm weghauen. Und dann fällt das Ding gleich zusammen. Ach schön, dann müsst ihr nicht den Baumstamm an sich beschießen oder so. Du musst übrigens immer genau an die gleiche Stelle, ne? Dann siehst du ja diese Risse, die da entstehen. Ach, du willst mich doch verarschen, das ist eine Beschäftigungstherapie. Doch. Ja, aber du warst fast durch eigentlich. Na gut, dann... eine Krankenschwere. Da hole ich mir lieber eine... Halt mal still. So. Die haben meist Verbände dabei. Die hat überraschenderweise Verbände dabei, richtig. Ja. Ja, du siehst, wir sind einfach absolute Profis. Alles klar, ja. Ich sollte aufhören nachzuladen. Ich habe diese alte Shooter-Angewohnheit ständig nachzuladen. Das kenne ich. Das habe ich früher auch irgendwie nach fast jedem Schuss gemacht. Sogar mit so einem MG und so. Naja. So, ich gehe jetzt mal da hinten hin und guck mal, was die da machen. Ja, wie gesagt, ich folge dir einfach mal. Da knarrt es schon. Hier ist übrigens das ist die andere Seite unseres Hauses oder des zweiten Hauses, auch mit so einer Treppe da. Was? Die habe ich natürlich nicht gebaut. Das Ding, der sollte eigentlich mal eine Brücke werden. Ich muss jetzt mal das Ding, ich muss jetzt mal leider zum Essen holen schicken. Wir brauchen irgendwie Essen, habe ich so mitgekriegt. Ich kann auch was zu essen holen, also essen? Gar kein Problem. Ja, schießt mal ein paar Tiere, wenn ihr die Gelegenheit habt. Ja, mache ich mal. So ein Hasen. Wo sind denn... Wo sind die Tiere? Konsole? Wald. Wie war das noch mit der Konsole? Ah, okay. Falls ihr mal die Konsole irgendwie aufgehen sollte, dann drückst du einfach I wieder aufs Inventar und dann geht das wieder. Ja. Dusty, wo bist du denn? Sollen wir mal zusammen jagen gehen? Dann haben wir hier so ein bisschen Abwechslung. Ich wollte ja jetzt auch nicht, weil das ein paar schon in den Kommentaren geschrieben hatten, ich wollte jetzt nicht immer in der Mine rumlaufen, aber dann laufe ich natürlich jetzt gleich auch mal rum. Aber so ein bisschen Abwechslung ist natürlich hier immer ganz cool. Wollte gerade das denn erschießen? Ach so, weil er aussieht wie so ein junges Reh. Ja, genau. Ich sammle mal seinen Baum ein. Ach, du fällst Bäume, ja, ich gammel mal jetzt mit. Weiß ich, was die ganze Zeit hier knarrt. Ja, der ist kanadischer Baumfäller. Alles klar, deswegen. Ja. Oder Baumfällerin. So, wo kriege ich denn jetzt hier irgendwelche Tiere? Ich sehe hier keine Tiere. Ach, ein, ja, ein Hirsch, ein Reh. Du bist gut, hey, Naturtalent. Der grunzt aber noch. Egal. So. Ich hab's Barbecue besorgt für heute Abend. Sehr gut. Also er hat sich auf jeden Fall seinen Platz hier schon bezahlt. Mr. Fleck hat gejagt. Soll ich auch ein paar Zombies mitbringen? Ja, aber essen kannst du die dann alleine. Oh, sind doch auch mal lecker. Naja. Bist du noch also das gerne, musst du dann entscheiden. So. Bist du ja noch gerne, wie man Waffen repariert. Das ist mir irgendwie noch schleierhaft. Dann findet das mal heraus. Vielleicht wissen das ja einige unserer Zuschauer. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Das wäre natürlich cool. Ja, wenn ihr überhaupt irgendwie Tipps oder so habt, einfach in die Kommentare hauen. Wie gesagt, entweder bei mir oder der Mr. Fleck nimmt natürlich auch auf und ist natürlich dann auch unter dem Video hier verlinkt oder bei mir auf dem Kanal dann rechts einmal bei den Empfehlungen zu finden. Und dann haut es einfach in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder so. Weil es ist ja doch wirklich relativ komplex hier. Es gibt, glaube ich, sogar eine Wiki, wo wir nie reingucken, weil wir uns einfach zu schade sind. Wir wollen ja auch nicht schummeln, also...
Nö. Genau. Habt ihr eigentlich auch euer Haus mal ein bisschen verschönert? Ich meine, ihr habt ja sehr pragmatisch da Dinge angebaut, aber wie sieht's denn mit Blumen aus hier?